Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. So, ich hatte mal wieder Soundproblem. Ich habe irgendwie keinen Sound aufgenommen. Keine Ahnung warum. Jetzt lösen wir noch Montag, den 11. Dezember. Ich habe da versucht, was hinzumachen. Ich habe recht Probleme gehabt heute. Irgendwie hat auch das Ding nicht so richtig gestimmt, der Ausschnitt. Ich habe zu viel Bild drauf. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt hier oben dann mit einem, naja, nicht ganz Standard angefangen und bin wahrscheinlich gerade am Reden und so und zeige mal den Montag, ja, das ist da unten, den kann man auch so schon mal wegmachen, wenn man will. Und dann machen wir da frisch, fröhlich weiter, ja, und bauen da einfach mal irgendwas hin. Ich weiß nicht wirklich, was ich da tue. Dann haben wir hier damit schon mal das T weg und das L, also die Ecke. Die Frage ist natürlich, was wir mit dem Grünen da machen, gell, der ja auch ein bisschen blöd ist. Das können wir jetzt so nicht einfach irgendwo hinlegen, dann mache ich den anderen lang hin, weil ich einfach nichts anderes mehr habe. Und dann überlege ich mir, was ich so machen kann und merke, dass ich dieses Z da nicht mehr hinkriege und mache einen kleinen Rückbau und mache das Z dahin, dann haben wir schon mal einen Dezember weg. Gell? Und wir brauchen ja die 11. Damit hätten wir den Montag. Hinten muss dann der lange hin, weil wir keinen anderen langen mehr haben. Und die Ecke da runter. Und dann denke ich mir, naja, vielleicht wird das. Nee, das ist keine gute Idee. Wir können hier das T reinmachen und können da hinten dann nicht mehr auffüllen. Also geht das T so schon mal nicht. Wir können es hier unten noch hinmachen. Und dann da oben hat das L schön Platz. Und hier dieses Ding da. Und wenn ihr jetzt zwei Zweierli hätten, so getrennt. Dann wären wir fertig. Na, nicht ganz. Ja. Irgendwie fehlt nämlich die 11. Ja, ich merke das dann, gell? Immerhin. Und denke mir, ich kann das Ding auch umdrehen. Und dann bleibt aber die 20 frei. Das ist ein bisschen schlecht. Und hier, so geht es auch nicht wirklich auf, oder? So kleine habe ich nicht. Also überlege ich mir, na, da muss ich halt was ändern, gell? Und nehme da oben mal, ja, nehme ziemlich viel wieder raus, gell? Meister den Grünen rein und hoffe. Genau. Damit hätte ich den Dezember schon mal frei. Die 11 ist noch frei, damit hätte ich die 11 auch. Theoretisch. Hier oben mache ich jetzt dieses Ding da rein, damit wir da ein bisschen. Genau. Und mit dem da haben wir. Naja, den da weg. Dann könnte ich den hier hin machen, da, aber ich habe dann unten dann keinen langen mehr, der da Platz hätte. Also überlege ich mir irgendwas anderes. Entschuldigung. Und mache wieder einen kleinen Rückbau. Ah, jetzt falle ich das T so rein, okay. Auch eine Idee. Okay. Dann muss ich da hinten aber das lange L hinmachen, gell, weil ich nichts anderes mehr habe, was so lang ist. Und okay, das Z hier hin, dann ist Dezember und die 11 ist immer noch frei und um Montag sowieso, da sind wir noch nicht dran, oder? Dann schmeißen wir den da, okay, den da in die Ecke. Ja, funktioniert soweit, ja. Und dann, was mache ich mit dem komischen... Okay, da muss ich da oben das kleine Z reinhauen, genau. Jetzt wird es interessant, hä? Aber ja, man sieht schon die Lösung. Ja, schmeiß es rein. Ja, genau. Und das Ding dahin und da haben wir Montag, den 11. Dezember. Wow, wow, wow. Geschafft.
ziemlich lange gebraucht, aber ist okay. He? So, dann machen wir noch das Hintergrundbild. He? Das erste für diese Woche. Ich habe ein bisschen rumprobiert und habe mir diesen Prompt zusammengebastelt. Gestartet habe ich mit Leonardo, wo ich mir einen zufälligen Prompt habe bauen lassen. Den habe ich dann gekürzt hier in Midjourney. Genau, ich muss gerade überlegen, wie das Tool überhaupt heißt. Das fertige Bild hat nicht mehr wirklich viel damit zu tun, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Ich habe den HR Giger noch hingemacht. Ich habe auch die Lisa Frank mal dabei gehabt, was auch recht schön ausgesehen hat. Aber ich bin dann bei dem da hängen geblieben. Und wir können mal schauen, was er da baut. Es ist wieder ein bisschen, naja, nicht wirklich HR-Giga, aber wenigstens geht es ein bisschen in die Richtung, denke ich mir. Nee, ich weiß es ja, ich habe es gesehen. Ich weiß aber noch nicht, welches Bild ich nehme. Also das sind jetzt die vier Bilder, die er daraus macht. Es macht übrigens einen Unterschied, ob ich zwei Sternchen oder zwei. Oder überhaupt ein Sternchen. Ja, ein Sternchen, keine Ahnung, ich mache immer zwei. An den Anfang setze, er macht dann irgendwas anderes. Ich weiß aber nicht genau, was die Auswirkungen sind. Mach das mal groß, damit wir die anschauen können. He? Oben links ist er recht gut. Die Finger sind ein bisschen komisch, aber es ist ja eh etwas Außerirdisches, von dem her gesehen kann das ohne weiteres so sein. Und es wäre vielleicht noch interessant, dann zu sehen, was er dann morgen macht, wenn wir einen Zoom-Out machen. Und die anderen sind halt einfach Köpfe, die wir ja öfters mal haben. He? Oben rechts sieht recht cool aus. Also das ist irgendwie so stechend, so richtig lässig und sehr symmetrisch im Großen und Ganzen. Ja. Unten rechts ist auch nicht so tragisch und unten links ist irgendwie auch noch cool, dieses Grün. Grünen Augen und so. Eben, ich weiß nicht genau, was ich nehmen soll. Wir nehmen mal oben links. Wir fangen mit oben links an, schauen, was er morgen dann macht, wenn wir einen Zoom-Out machen. Dann wär's das für heute. Hä? Wieder die Frage, welches Bild hättet ihr genommen und warum? Und wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Und wenn ihr irgendwelche Bemerkungen habt oder so, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Ciao zusammen.